Aber man kriegt beachten sie die nicht. Die haben dem HQ2 die Tür zugemacht. Okay. Oh, geil, Mann. Korrekt. Benny, aufnehmen. Brauchst du mir ja nicht mehr erzählen. Jetzt geht's ab, Alter. Hat jemand ein Rambo-Messer dabei? Nur ich natürlich, Alter. Das brauche ich nicht. Nein, geh mal rüber, Penis. Ich renne da jetzt hin. Das Problem ist nur unsere Lampe. Was damit? Ja, ich möchte die nicht verlieren. Die ist pristine. Die ja, meine auch. Im Dunkeln. Meine auch. Ich habe letztens zwei Stück gefunden gehabt, hab ich weggeschmissen. Was? Verlieren die schon nicht, wir knallen die ab. Boah, ey, der hat. Da war das, der hat. Der hat zwei Lampen von uns, schmeißt die weg. Oh Mann, okay. Die guten Lampen. Ich stecke gleich die Lampen quer hinten rein, oder? Okay, nix. Sieht irgendwas da drüben? Ich denke, was? Bebo wollte Meldung machen, wenn die hier rüberlaufen. Können die hier rüber gucken? Nee, wa? Nee. Mhm. Oh, ich will. Ich ja, miss... guck, die Tür ist immer noch zu, also die sind doch so drin anscheinend. Wir geben dem mal ein paar Minuten. Ich glaub, ich. Oder die verbunkern sich und warten auf andere, das kann natürlich auch sein. Oder ich bin unten und weiterlaufen. Ja, 1600 sind die. Ich denke mal, die werden jetzt aber ein bisschen warten. Einfach, ob sie hier irgendjemanden sehen. Ob sie irgendwo Anzeichen finden. Oh, war hier gerade ein Einschuss? Nicht, dass ich gehört hätte. Das wäre ein Einschuss gewesen. Nee, den würdest du ja lauter hören. Das war wirklich nur so. Wollen wir mal gucken. Ja. Ey, oben, auf dem ersten Turm ist einer oben drauf. Der bewegt sich. Es sind zwei Stück oben drauf. Welchen Turm denn? Die ersten zwei Hochhäuser. Oben drauf direkt. Oh, ich David, seh's. Der sieht dich da. Ja, die Scheiße. Ich sag, das war ein Einschuss hier. Bebo, die musst du machen. Dann sind zwei da oben und einer ist im links, so, ne? Meinst du, die sehen mich? Ja, selbstverständlich sehen die von da. Ja, toll, was soll ich machen, Alter? Halt dich erstmal bedeckt. Wenn du jetzt wegrennst, dann werden die sich auch in die Position wechseln. Erstmal Bebo versuchen, die zu jagen. Bebo, toi, toi, toi. Drücken dir die Daumen. Deswegen kommen die anderen da auch nicht mehr raus, weißt du? Ja, ja. Weil ich denke, die da oben werden auf die geschossen haben. Seid froh, dass ich die jetzt gesehen hab. Ich seh die gar nicht. Warum muss ich vielleicht mal extra Zoom anmachen hier? Man nennt ihn auch Super Zoom. Ah ja, ganz oben drauf einer. Bei jeder Seite. Ich sehe bloß so einen Haken. Beim ersten siehst du immer, dass er sich bewegt. Ja, weil er links war. Mhm. Rechts. Aber der andere, der ist still, ja. Der zieht wahrscheinlich direkt auf uns. Ja. Oh, Leute, ey. Oh, wo ist denn Erik, weißt du? Nee, ich denke mal, das sind zwei, die zwei. Ich glaube, du hast. Nee, der bewegt sich noch. Von diesem Clan. Höher, der eine höher. Wollte looten. Zwei sind oben und einer lootet. Ja, ich meine nur höher. Meinst du einer lootet und zwei, die da. Oh, das wäre auch möglich. Ja, wenn man es so sieht, kommt's hin. Scheiße, Alter, ich muss nach da oben. Wir können von hier nicht verschieben, weil der eine direkt auf uns zielt. Außer, wir versuchen einfach. Ich nenne sie jetzt mal. Bienenschwarm. Also wegrennen. Ja, die schießen auf uns. Ja, da unten. Vorne, vor uns. Nein, links ist doof. Doch, einer läuft links, einer läuft rechts und einer läuft direkt nach hinten. Dann versuchen wir die zu umlaufen. Wird aber lange dauern. Und uns ist natürlich riskant. Das kann also einer von denen bewegt sich nicht mehr, der auf den ersten Tower. Ja, es hätte noch einer, der auf uns schießt. Ja, sagt an. Wollen wir es so versuchen oder wollen wir lieber abwarten, bis da irgendjemand mal kommt? Bebo, wie sieht's bei dir aus? Ja, am ersten Tag bewegt sich immer noch.
Aber ich sehe da drüben kein Einschussloch, ich weiß nicht warum. Egal welche Entfernung ich einstelle, kommt nichts an da drüben. Jungs, sag mal was. Das ist halt jetzt eine gute Frage, ne? Weder wir stehen auf und sind down. Oder wir kommen gut weg. Ja. Ihr seid ein paar Schisser. Geronimo! Lauf! Lauf! Lauf, Schlampe! Wow! Chris, bleib du mal da und sag mal, ob die sich da oben noch bewegen, weil ich versuche jetzt einfach mal zu... Ja, die bewegen sich noch! Ich wurde gehittet! Oh, nee, oder? Bist du bewusstlos? Nee, jetzt könntest du mich aber nicht mehr treffen. Oh, fuck, ich bin voll fest. Ich hab meinen Fuß getroffen, die Schweine. Boah, Leute. Das hat richtig große Lecks. Was ist denn jetzt los? Also die sind immer noch beide oben. Der eine hat ein bisschen Angst vor Bebo, hat sich hingelegt und die andere schießt weiter auf Bebo oder was? Ich denke mir eher, der schießt auf Chris. Ja, aber mich hier trifft er nicht, so wenn ich jetzt, wie ich jetzt gerade lieg. Gerade halt ein bisschen Angst, dass, wie gesagt, immer noch der andere Typ hier oben abfängt. Oh, wir müssen auf jeden Fall, da müssen wir schön weit durch den Wald rauslaufen und dann direkt hinter dem dritten Tower irgendwie. Wenn der mit dem Augenblick runter guckt und wieder langlaufen, haben wir keine Falle mehr. Wir müssen hinter mir, ja. Gut. Noch ein paar Meter. So, 1, 2, 3, 4. Meinst du mir, bist du mit bei mir? Ich? Ja? Nee, ich bin unten Sandsäcke. Pass auf, da unten. Nicht, dass der andere Typ jetzt umläuft. Ich glaub, mich will einer umlaufen hier. Oh, Bebo, willst du das Land hier winst? Oder du machst ein Solo? Ich hab die Marken schon draußen. Oh, ich bin falsch abgebogen. Doris. Guckt jetzt nicht hier rein, Alter. Ja, der sieht richtig offen hier. Der sieht auf den Rundkopf, ey, der sieht richtig gefickt. Wer hat gerade geschossen? Ich nicht. War ein M4, wa? Ja, aber ziemlich nah bei mir. Der ist unten. Chris, wie sieht's aus? Bei mir ist niemand. Aber das hört sich Richtung Hangar, zwischen Hangar und Tower an. Bei euch hinten. Hangar und Hochhäuser. Da ist ein Waldstück. Soll ich ihn abschießen? Kann abschießen, ganz simpel. Wir schießen jetzt ab. Ja, schieß doch einfach ab. Tower 2 bewegt sich. Tower 2 ist tot. Opa. Tower 1 ist auch tot. Schön, Bebo. David, gehen wir mal rüber, schnappen uns die Mosin und versuchen Bebo zu helfen? Oder wie? Oder soll ich schnell zum Bebo hinrennen? Dass ich von unten nochmal hochgucken kann? Ja, geh du mal zu Bebo und versuche ihn mal zu decken. Wir gehen rüber. David, du gehst drüber, ich checke, ob die wirklich tot sind, weißt du? Also ich bleib hier noch so lange hier oben, bis du drüben hast und den anderen sozusagen safen kannst. Hauptsache, der Typ kommt nicht hier runter. Der andere noch, Alter. Ja, hier hoch. Bebo, du liegst da oben bei der ersten Reihe Tannenbäume, ne, direkt. Ja, also ich liege jetzt dort, wo die Steine sind. Okay. Also da in der Nähe von den Steinen liege ich jetzt, weil wir da umschießen müssen, da aufs Haus. Aber Bebo, dir geht's gut, oder? Ja, mir geht's gut. Gut. Chris, bei dir auch wieder so alles schön, oder? Jo, nur freilich. Dann haben wir nur noch eine Kackwurst im Nest. Aber ich habe eine M4 gehört, zwischen Hangar und den Hochhäusern hinten.
Das muss die Sandsäcke gewesen sein. Genau, da muss da unten irgendwo sein. Woanders kann der nicht sein. Der kommt bestimmt jetzt hier hoch, deine Freundin zu rächen. Also ich bin unter dir im Wald, Bebo, ne? Ja, geht nur zu Bebo, unterstützt mal Bebo. David holt sich jetzt eine Mosin. Und sobald der da drüben sich equipped hat, gehe ich dann auf den ersten Turm. David, du gehst jetzt auf den zweiten, oder? Ja. Gut. Ich bin gerade unten angekommen. Wunderbar, Sapp. Sobald du oben bist. Ich liege jetzt wieder bei den Tannen, bin ich jetzt wieder unten. Jo, ich bin gleich oben bei dir. Okay. Oh, ich komme nicht aus diesem scheiß Fahrstuhlschacht, ey. Musst immer ducken. Ducken und dann wieder aufstehen. Irgendwann geht's dann. Zumindest bei mir ging's immer. Oh, hier steht ein Zombie rum, ey. Bin gleich bei dir oben. Jo. Von wo kommst du? Ich bin direkt hinten bei den Tannen bin ich jetzt. Ja, einer ist da. David, der Inn ist bei uns hier irgendwo. Der hat die gleiche, ja, ich sag. Der hat die gleiche Bandbreite wie wir. Sag's doch, Alter. Ich bin bei dir hier, hallo. Okay, ich seh dich. Ich bin drinne. Okay. Der Inn, der ist tot, der hat nur 500er Bandbreite. Und der hat hier halt 1990. Hedwigs hat 2000. Wir haben... Entweder ist in einem anderen Hochhaus oder hinter dir im Hochhaus. Da muss bei euch auf jeden Fall in der Nähe sein, ja. Oder hier jetzt was. Ja, dann snipe ich zu den Hochhäusern weiter rüber, oder wie? Kurz. Leistet. Obwohl, er könnte auch bei uns hier in der Nähe sein. Von seiner Ding her. Ich glaube, mehr das bei uns in der Nähe, von seiner Bandbreite her gesehen. Sobald, wie gesagt, David beim zweiten Turm ist, gehe ich auf den ersten Turm. Bebo, schaust du runter, Airfield? Kann ich machen. Ich gehe wegen höher von dir, dass ich sehe ich ein bisschen mehr. David, wo bist du? Was? Wo bist du? Ich gehe gleich in den in die obere Leiter rein. Okay. Eine Treppe noch. Geh hoch, geh hoch. Weil, David, schau doch mal ein bisschen, wenn du da oben bist. Du kannst ja beim Tower 1, wo ich dann hochklettern werde, ins Treppenhaus reinschauen. Das ist ja auch mal so ein Blick rein aus. Oh. War ganz oben drauf, wa? Der war ganz oben drauf. Bist du oben? Okay. Ja, ich bin oben. Alles klar, dann bewege ich mich auch mal. Hey, oder? Nee, eins. Im ersten. Nicht mehr, wo ist er jetzt? Doch, er ist noch da. Ich weiß nicht, ob du das bist, Alter. Nein, ich bin, du kannst mich nicht sehen. Er hat keinen blauen Rucksack, er hat ja einen Army-Rucksack. Ja, stimmt, den gut. Schieß ruhig. Ah, okay, warte. Der will wahrscheinlich aufs Dach hoch die Sachen retten. Ah, ja. Oh, jetzt ist er in dem Fahrstuhl drin, glaube ich. Wieder hochklettern, aber. Ja. Doch mal weiter, vielleicht wegen von unten abschießen. Ding sieht man ja auch von hier aus dann. Ja, er ist oben drauf. Er ist ganz oben drauf. Hingelegt. Nee. Er ist hinter. Warte mal, ich schieße. Wenn du rausgehst, direkt rechts um die Ecke ist er gelaufen. Ja, ich kann ja nicht hochklettern jetzt, oder? Evo, wie sieht's denn aus? Hast du Sicht drauf? Das sieht man von hier aus nicht, ne. Ne, nicht ganz. Was ist, wenn du weiter nach links verschiebst? Den Berg hoch, hier hoch entlang. Aber pass auf jeden Fall auf, nicht sterben. Ne, ne. Kann jetzt nicht hochklettern, das hört er. Er geht dann sofort ins Haus rein und... Oh, wo bin ich hin? Also in welchem Hochhaus ist jetzt er drin im Einser? Im Einser ist er oben, ja, links zockt er. Genau. Der hat sich hingelegt, die Schweinebacke. Wenn du aus der Tür rausgehst, rechts rum. Es wird auf mich geschossen.
Das war ich gerade eben, der eine Schuss. Achso. Der war ziemlich nah hier. Ja, ja. Ich hab's schon bemerkt gehabt. Bin wieder bei dir. Was mit dem Labern, Alter? Der soll alle seine Sachen weglegen und nackt runterlaufen. Kann er nach Hause laufen. Was ist das, Kollege? Ich mal versuchen, mit ihm zu reden. Mach mal. Okay, warte. Fuck, ich komme ja gar nicht hoch. Nee, der hört mich nicht, viel zu weit weg. Normal müsste er dich oben im Haus hören, wenn du redest. Der hat sich ausgelockt. Sicher? Ja, ja, pass auf, ist nicht mehr da. Okay, ich geh hoch. Was ein Weichei, ey. Die Scheiße löschen hier, ey. Ungefähr lag der, dass ich mal kurz die checken kann. Ich komm jetzt raus, ja, nicht erschrecken, Leute. Guck um die Ecke gleich erstmal. Ne, andere Seite. Ich achte drauf, ob wieder einer joint oder nicht, ne? Ne, man, hier oben ist nichts. Kletter mal ganz hoch. Ne, ist nichts, kann ich halt drauf gucken. Nee, ich will ja die Leiche machen. Und Helm kaputt, ja? Ah, oh, Bebo, ja, Helm kaputt. Nice, man, nice. Alles noch heile, alles noch heile. Also hier ist einer, ich muss sagen, der hat's echt drauf. Ja, also. Der Helm kaputt, schön. Aber die Augen schauen ein bisschen verschlafen aus. Oh, Bebo, soll ich dir noch was sagen? Hä? Du hast ihn ins Auge geschossen, die Sonnenbrille ist auch kaputt. Okay. Wahrscheinlich wird das, ist das Zielfernrohr auch kaputt, weil er wird vielleicht noch durchgeschossen. Ja, das wär's. Genau auf die Nase, genau in die Nase geschossen. Das ist noch heile. Ja. Nee, ist doch schön, haben wir geil gemacht.